Na, wir müssen mal gucken. Also wir haben ja mit Philipp Singi, ehemaliger SES-Sportler, der wird sich hier mal vorstellen in Berlin und vielleicht kann man mit dem zukünftig auch noch international ein bisschen was anfangen. Er hat auf jeden Fall mit Stefan Kühne sich gewissenhaft vorbereitet und wird sich hier bei Alexander Petkovic dann auch mal zeigen. Dann ja, haben wir Danny Heidrich noch als internationale deutsche Meisterschaft. Da hat leider verletzungsbedingt vor 1,5 Wochen der Gegner nochmal gewechselt. Da war ursprünglich auch jemand anders vorgesehen, aber da kann man dann auch manchmal nichts machen. Nichtsdestotrotz glaube ich und hoffe ich, dass er 10 Runden gut überstehen wird. Im, glaube ich, auch erst fünften, sechsten Profikampf. Und ja, nochmal ganz kurz zu Nick, zwei, drei Worte. Wir haben ja das Jahr 2019 mit Alexander Petkovic angefangen, beziehungsweise Ende 2018, sind dann überraschend ins kalte Wasser gesprungen im Februar. Und die mangelnde Erfahrung im Profibereich in dem Fall ist ja auch dem Umstand geschuldet, dass wir aus dem Jahr 2018 nur mit 12 geboxten Profirunden gekommen sind. Und ja, das in der Summe, glaube ich, in zwei Vorbereitungen auf 12 Rundenkämpfe jetzt, wird dann der dritte hoffentlich auch der beste. Auf welchem Weg siehst du das Boxen in Deutschland momentan? Man muss halt gucken, wir arbeiten ja mit verschiedenen Veranstaltern zusammen und ich glaube, dass es der eine besser macht als der andere. Und vielleicht sind wir hier auf einem ganz guten Weg, auch Kämpfe auf Augenhöhe zu organisieren und somit den deutschen Zuschauern auch das geben, was die von den übertragenen TV-Anstalten erwarten.